Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben Donnerstag, kurz nach 6:30. Es hat etwas geregnet und es ist brutal drückend schwül draußen. Mein T-Shirt ist tropfnass. Ich könnte Boden aufwischen hier damit. Brutal. Am Zusammenhängen wieder. Hoppala. Wir haben gerade wieder den Radlader in L566 geladen und der geht rüber bei Worms irgendwo hin. Ich vermute an die Bahnunterführung dort. Wenn die Straße gesperrt ist, können wir uns breit machen. Mitten auf der Straße. Komm ich hier durch? Hier nicht, ne? Eher nicht. Alter, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist nicht gut gelöst. Das ist nicht gut gelöst hier.
Lader steht. Ich gehe noch schnell davor, mache gleich die Einfahrt wieder zu. All dieweil, ich will hier neben raus. Mache ich mir dann später auf. Ich hab leer. Jetzt fahre ich wieder rüber nach Lambertheim, wo unser R916 steht. Könnte ich eigentlich vorne durch Worms fahren, ne? Egal, ich fahre so rum. Den lade ich dann, der geht mit nach Hause. Gibt eine kleine Planänderung. Ich war nicht in Lambertheim, habe einen Bagger von uns geladen. Ich war in Landstuhl bei der Liebherr und habe hier einen A918 für einen Kunden geladen. Da bin ich jetzt in Norheim bei Bad Münster, Bad Kreuznach, irgendwo da hin und an in der Kante. Und den, die gucken, dass ich den Bagger da hochbringe an die Baustelle. Er hat Bratzen vorne dran. Gucken, dass ich nicht aufsetze, wenn ich hier runterfahre. Aber hat ja auch einen Löffel dabei. Also sollte normalerweise klappen. Was es jetzt gibt. 13 Uhr. Mal gucken, ob ich hier gedreht bekomme. Hier vorwärts runter, stoß dann rückwärts hier links rein. Dann nächste Kurve, wo keine Pflanzkübel stehen.
Hellbach oben, der Ladeplatz. Da habe gerade die Walze geladen. Die geht jetzt raus nach Lambertheim. Da steht unser 916, unser Bagger. Eins unserer ältesten Stücke. Den werde ich mitnehmen, denke ich. So, hier sind wir drin in unserem R916. Noch ein ganz alter Bagger. Was ist dann jetzt schon wieder? Ist was undicht, da hat eine Belüftungsanlage. So, so ein alter Bagger, recht alter Bagger, aber der hat einen ellenlangen Arm.
Bushaltestelle. Da oben kann ich drehen. Hier oben kann ich drehen. Die Jungs hier weg sind.
So, ich bin gerade in meiner Halle. Hallo, ich bin hier oben. Ah, der Akku ist gleich leer. Moment, tausche ich gleich. So, bin gerade bei mir in der Halle jetzt. Eigentlich müsste der Schwanenhals frei hängen, ne? Augenblick. Hat am Umsatteln. Okay, jetzt ist er frei. Aber das sieht noch gut aus. Oh, ich brauche Fett. Wenn dieser Hahn hier so steht, dann ist die externe Hydraulikversorgung. Ja, also das heißt, läuft dann über den Maschinenwagen. Wenn der seitlich steht, hier sehen wir den Ölstand, hier ist ein Tank drin. Hier oben, wo das Öl, wo das schwarz ist außenrum, da ist die Entlüftung. Ja, also wie gesagt, so ist die externe Versorgung und so ist die interne Versorgung. Läuft dann über die, wie sieht mein Kipper da aus, läuft dann über die Elektropumpe oder manche haben ein Stromaggregat oben drauf. Wie sieht der aus? Da noch kehren, ja. So, das Umzatteln. Sattelblatt ist auch zu. Ich hoch nach Winzeln. Pirmasens Winzeln. Winzeln. Ich hab hier eine kommende Funge. Da steht unseren R934. Einer davon. Den, ich habe keine Batterie geholt. Aber das mache ich später. Denn der Bagger geht hierher in die Werkstatt. Dann muss ich mir Batterien holen.
Freitagabend, 4:45. Mein Dreieckslenker ist schon wieder kaputt gegangen eben. Irgendwie eine Schwachstelle von Mercedes. Morgen früh kommen zwei neue. Zwar nur eine defekt, aber es kommen zwei. Die werden jetzt verstärkt. Ich weiß nicht, warum die laufend kaputt gehen. 4:45. Ich soll jetzt meinem Kollegen sein LKW nehmen. Der ist noch abgehängt, da sind noch keine Schläuche dran. Und ich jetzt machen und soll nach Imsweiler runterfahren, eine Raube laden. Darum, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. So wie ich immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer nächsten Folge. Vielen Dank für alles. Bleibt gesund, haut rein, habt Spaß. Tschüss.